An den Einheimischen trifft sich der ganze Kanton Nidwalden. Und dort kommt die Bevölkerung zusammen, das Gewerbe kommt zusammen und der Kanton ist mal zuerst ein sehr wichtiger Arbeitgeber und dann ist er vor allem eine Stelle, wo viele verschiedene Dienstleistungen durchbringen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch gegenüber dem Gewerbe. Und das kann der Kanton, können die verschiedenen Ämter dort sehr gut zeigen. Wir werden mit einem selber gebauten Leuchtturm dort vor Ort sein. Der Leuchtturm steht quasi als Symbol für die im Kanton Nidwalden neu eingeführten Notfalltreffpunkte. Und dementsprechend werden wir das Thema dort noch einmal aufnehmen. Es wird auch spannend sein. Man kann dann in den Leuchtturm hineinschauen und sieht dann dort auch etwas. Und von dem her, mehr möchte ich nicht verraten. Also kommt vorbei und dann seht ihr, was in dem Leuchtturm innen ist. Ja, also von der Arbeit her ist es so, dass wir quasi wirklich fast für einen kompletten Auf- und Abbau von dem Gelände zuständig sind. Während der Einheimischen sind wir auch noch für das ganze Parkplatzmanagement zuständig. Es ist so, dass über 220 Zivilschützer während fast 6 Wochen jetzt im Einsatz stehen, zugunsten der Einheimischen. Circa im Moment 80 Leute im Beschäftigungsprogramm für maximal 6 Monate. Also quasi als Brückenangebot, könnte man so sagen, bis die Leute wieder eine Anstellung haben. Und zeigen wir Produkte, die wir hier herstellen, vor allem Kindermöbel zeigen. Dann die Schreibmappen, die sehr beliebt sind, die auch mit dem Kantonswappen sich die Leute identifizieren können. Und das Hochbeet-Programm, das jetzt vor allem natürlich jetzt im Frühling sehr gut in die Saison passt. Wir produzieren die Hochbeet nicht nur, produzieren, wir produzieren aber die Leute, wenn sie das wollen, gerade aufstellen und gerade füllen. Und das zeigen wir dort. Ja, ich komme einfach an die Einheimischen schauen. Das wird eine fantastische Ausstellung sein und ich freue mich sehr darauf.